Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Wildkatzenpfad und bei dem Adventskalender. Genau, das muss ich sagen. Ja, ich habe ja einen Zweiteiler hier draus gemacht. Für mich nicht viel Zeit vergangen, seit ich Tschüss gesagt habe, genau genommen eine Mittagspause. Deswegen bin ich jetzt auch gerade satt und habe Fresskoma und deswegen fällt das Denken ein bisschen schwerer. Aber nichtsdestotrotz ist hier die nächste Station, wo man was über die Wildkatze erfahren kann. Ganz schön ist hier die Geschichte von Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel sind, das wusste ich auch schon vorher, auch wenn es da jetzt steht, aber tun wir mal einfach mal so, als hätte ich es jetzt hier gerade erst erfahren. Nichtsdestotrotz sind Hänsel und Gretel, die gibt es nämlich wirklich, ja, steht hier auch, sind die ersten beiden in Baden-Württemberg hochoffiziell aufgefundenen Wildkatzen, nachdem sie hochoffiziell als ausgestorben galten. Und zwar hat eine Frau zwei verwaiste Katzenbabys im Wald gefunden und mit nach Hause genommen und die aufgezogen, weil ja, Katzenbabys sind bekanntlich niedlich, Wildkatzenbabys auch niedlich. Problem: waren halt echte Wildkatzen. Ja? Und je älter die wurden, desto klarer wurde, irgendwas stimmt mit denen nicht. Wildkatzen haben überhaupt keine Prägung auf uns Menschen, verhalten sich vom Wesen her äußerst aggressiv, scheu und richtig eklig. Also noch mehr als das Hauskatzen tun. Die sind ja auch durchaus mitunter ein bisschen, ja, sehr eigennützig unterwegs und dafür lieben wir sie. Aber Wildkatzen sind wirklich keine Haustiere, wirklich nicht. Also vom Charakter, spätestens am Charakter kann man es dann auch ganz eindeutig merken. Optisch schwer zu unterscheiden, aber so im Wesen und im Erleben schon deutlich. Ne? Die mauen uns auch nicht an, die mauen fast gar nicht. Mauen ist lediglich bei Jungtieren beobachtet und hin und wieder mal zwischen Jungtier und Mutter, dass da solche Mautsgeräusche eventuell abgegeben werden. Aber das dominierende Geräusch, was wir als Mensch von einer Wildkatze zu hören bekommen, ist Fauchen, und zwar aufs Heftigste. Die sieht uns, sie faucht uns an und haut ab. Das wäre so das, was man erwarten dürfte. Übrigens, sollte man mal versuchen, eine Wildkatze einzufangen. Das sind ausgesprochen kräftige Tiere für ihre Größe. Also das Ding, die Wildkatze, die besteht quasi nur aus Muskeln und zu allem Überfluss ist sie dann auch noch mit bekannterweise sehr scharfen Katzenkrallen ausgestattet, die auch immer schön gepflegt und immer schön scharf gehalten werden. Und beißen kann sie natürlich auch noch, scharfe Zähne hat sie, alles da. Das ist also ein hochwehrhaftes Tier. Eine Wildkatze also einfangen zu wollen, ohne jetzt speziell mit irgendwelcher Fangausrüstung ausgestattet zu sein, ist eine Angelegenheit, die man mit sehr viel Blutverlust bezahlen darf. Und die wird einen ganz schön ordentlich zerfleischen, wenn man dann nicht wirklich vorbereitet ist. Finde ich persönlich irgendwie sympathisch. Ne? Ich meine, die will ja auch nicht gefangen werden, dass sie sich dann ordentlich verteidigt, absolut angemessen, ja. Und Hänsel und Gretel, eben diese beiden Wildkatzen, die da aufgezogen worden sind, wurden dann auch wieder freigelassen. Und eine ist im Schwarzwald verschwunden und wieder zurück in die Rheinebene. Die wurden besendet, freigelassen und lebt wahrscheinlich oder lebte dann zumindest, soweit ich weiß, auch weiterhin in den Rheinauen im entsprechend Auwald, wo auch diverse andere Wildkatzen, wie wir inzwischen wissen, ja durchaus zu finden sind. Ja, also das kurz zur Geschichte von Hänsel und Gretel. Wollt ihr sonst noch was zu Wildkatzen? Ja, weitere Wildkatzeninfos beim nächsten Wildkatzenstopp. So, und jetzt gehen wir dann auch gleich weiter. Ach so, und ich wollte euch noch schnell zeigen, hier gibt es eine Massagestation. Da kann man sich wie die Wildkatze dran reiben. Hier so ein Ding. Oh ja, ist ganz witzig. Ja, nicht schlecht. Es kommt immer darauf an, was für eine Körpergröße man hat, damit sowas dann bequem... das ist nicht schlecht. oder weniger bequem ist. Je nachdem, ja. Und Frau pult noch Erdnüsse. Warum pulst du Erdnüsse, Schatz? Um sie zu essen. Oh, ach so. Doch sowas Profanes.
So, ich dachte, wir machen mal ein bisschen Tannenfernansprache, Analyse, Gesundheitszustand bei Tanne. Das Exemplar, was hier so ein bisschen links von der Bildmitte zu sehen ist, leider sieht es deutlich düsterer aus, als es aussehen dürfte. Da ist ungefähr noch 30% Benadelung dran, von dem, was maximal dran sein könnte, würde ich grob sagen. Das heißt, sie ist 70% mit Nadelverlust ausgestattet. Das ist schlecht. Ganz typisch ist übrigens das Bild, das sich hier darstellt, wenn es sich um trockenheitsbedingten Nadelverlust handelt. Also momentan gerade nicht trocken, aber eben die ganzen Sommer, die letzten drei, haben dieser Tanne zu schaffen gemacht. Nämlich erstens die Hauptkrone, also der oberste Bereich, ist als erstes abgestorben und auch am massivsten betroffen. Je weiter man das Wasser hochpumpen muss, desto schwieriger wird's. Und wenn kaum noch Wasser da ist, dann müsste man enormen Druck haben, um das Wasser noch hoch erpumpen, ist das falsche Wort, damit das Wasser noch hoch steigt bis eben in die oberste Krone. Und darum geht der als allererstes das Wasser aus, was besonders auch damit zusammenhängt, dass man hier natürlich von allen Seiten im Licht steht und damit auch am meisten Photosynthese machen muss. Photosynthese kann man nicht einfach abschalten, deswegen trocknen Bäume ja auch aus. Sonst könnten sie ja einfach sagen, oh Mist, heute ist kein Wasser da, ich mache mal Photosynthese. Synthese ab und brauche heute kein Wasser, sondern die muss stattfinden. Sobald eine grüne Pflanzenzelle Licht abbekommt, dann läuft da eben Photosynthese und dann wird auch Wasser benötigt. Das ist so ein bisschen ein Problem, haben sie noch keinen Schalter für entwickelt. Ja, und dadurch, dass die halt ständig stattfindet, gleichzeitig das Wasser den weitesten Weg hat, ist das der Teil vom Baum, der halt meistens als erstes stirbt. Und dieses typische Kronenabsterben zuerst ist also ein sicheres Zeichen für, also nicht nur für, aber doch in den meisten Fällen, insbesondere in den letzten Jahren, ein sicheres Zeichen für Trockenstress. Dankenswerterweise ist eine Tanne eine Tanne und eine Tanne ist in der Lage, weiter unten am Stamm, wenn sie feststellt, oh, hier hat sich aber die Lichtsituation massiv verbessert, nochmal zusätzliche Äste auszutreiben und ein zusätzliches Stockwerk mit Benadelungen einzubauen, um eben auch mögliche Nadelverluste weiter oben auszugleichen. Das kann die Tanne ganz hervorragend, viel besser als andere Baumarten. Und das hat diese hier auch dieses Jahr, also 2020, massiv getan. Wir können uns also ziemlich sicher sein, dass ein Großteil der Benadelung, die wir hier unten im unteren Bereich des Baumes sehen, zum Teil erst dieses Jahr entstanden ist, um eben den Verlust der oberen Krone, die könnte 18 oder 19 abgestorben sein, schwer zu sagen, wieder einigermaßen auszugleichen. Dass die Tanne das kann, ist einer der Gründe, weshalb die Tanne als einer der Zukunftsbäume für unseren Wald gehandelt wird. So, ich drehe mal ein wenig. Dreh. Jetzt sind wir zu hoch. Ich gehe mal ein wenig runter. Und da sehen wir jetzt noch ein paar Beispiele für geschädigte Tannen. Ganz typisch ist jetzt ungefähr in der Bildmitte so ein Beispiel, wo sich noch einzelne Nadeln dran befinden. Also die hintere jetzt. Ne? Ist gar nicht so einfach zu erkennen. Aber wir haben da quasi jetzt in der Bildmitte vorne einen sehr, sehr kahlen Baum. Bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar eine Lärche ist. Schwer zu sagen zu dieser Jahreszeit. So mit Restbenadelung, aber da müsste es gelber sein. Also wahrscheinlich auch einfach nur irgendeine tote Fichte. Hinten dran jedenfalls befindet sich die Tanne. Und die Tanne, wie sie da jetzt ausschaut, das ist wirklich ein leider sehr schönes Beispiel. Das ist so 70-80% Nadelverlust klassisch. Also die Krone ist schon noch vorhanden. Ich kann leider auch nicht weiter ranzoomen, mehr Zoom habe ich nicht. Aber sie ist massiv ausgedünnt und sieht aus wie so ein Gerippe. Von sowas kann sich ein Baum schon noch erholen. Dafür müsste aber hoffentlich dann nicht noch irgendein Schaderreger drin hocken. Also da könnte man zum Beispiel annehmen, dass wenn der Baum so stark geschwächt ist, dass es für mehr Krone nicht mehr reicht und es so massiv an Wasser mangelt, dass dann ja gerne noch irgendwelche Tannenborkenkäfer, der krummzahnige Tannenborkenkäfer beispielsweise im Baum schon drin hockt und auch im größeren Umfang drin hockt. Und daher ist es jetzt die Frage, wie kalt wird der Winter? Wird der Winter kalt genug, kriegt der krummzahnige Tannenborkenkäfer Probleme und die Tanne kann sich wieder erholen. Wird der Winter nicht kalt genug, könnte ich mir vorstellen, dann besteht durchaus ein großes Risiko nächstes Jahr, dass diese Tanne dann abstirbt.
Es sei denn, nächstes Jahr ist überall schön feucht, grundsätzlich immer schön kühl. Es wird nicht groß heiß im Sommer und beste Wachstumsbedingungen für Bäume auf gut Deutsch. Dann wird sie sich wahrscheinlich wieder erholen. Ja? Aber das ist so ein Bild, die ist schon sehr, sehr, sehr krank, die Tanne. Ja, wie häufig kommt das bei Tanne vor? Tanne ist eine der eher wenig geschädigten Baumarten, wenn wir uns mal angucken, was 2018 und 2019 so angerichtet haben. Und sie ist netto auch schon wieder am sich erholen. Also dieses Jahr sieht schon deutlich besser aus als letztes Jahr und 2018 gab es kaum noch Schäden. Also sie ist definitiv am sich erholen. Also so Beispiele wie eben der Baum da drüben, na, wo ist er? Da ist er. Die zeigen einfach ganz schön, da findet eine Regeneration statt, eben auch in Form von diesen zusätzlichen Ästen weiter unten. Und die war schon arg kaputt und hat sich doch wieder erholen können. Wir trauen uns also einfach mal und sagen, die Tanne, der ist einiges zuzutrauen und die Tanne, die packt's. Hoffe ich. Na, werden wir sehen. Aber nur so zwei Beispiele für Tannenschäden. So. Also, inzwischen hat sich auch das Waldbild etwas gewandelt, mal abgesehen davon, dass wir jetzt am Hang sind. Das meine ich aber gar nicht. Was ich meine ist, wir haben hier jetzt sehr wohl den klassischen Laubmischwald. Laub dominierend, Misch, also auch nochmal mit ein bisschen Nadelholz. Also Laub-Nadel-Mischwald, wenn man ihn so nennen möchte. Das ist sicherlich auch eine Waldform, die in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen wird. Nadelholz ist halt immer noch, auch wenn es empfindlich ist, gerade im Fall von der Fichte, ne, etwas, was sehr tolles Bauholz liefert, was immer noch schnell wächst und auch schnell tolles Bauholz liefert und dementsprechend wird es weiterhin auch in der Forstwirtschaft eine Rolle spielen. Vielleicht eben weniger die Fichte, ziemlich sicher weniger die Fichte, dafür mehr die Tanne, die wir ja eben auch gesehen haben, wie sie sich bereits wieder am Erholen ist, auch wenn es Exemplare gibt, die eben Probleme haben. Generell muss man sagen, hier in diesen Wäldern Tannenverjüngung fast überall vorhanden. Schöne, vitale Alttannen fast überall vorhanden. Das waren jetzt eben ein paar Negativbeispiele. Ne? So, aber hier so ein Waldbild, das ist schon was Schönes. Da gibt es ein paar gute, gesunde Fichten noch drin. Und weshalb sind die gut und gesund? Naja, weil sie im Laubwald stehen. Und wenn eine Fichte einzeln im Laubwald steht, dann muss die vom Borkenkäfer erstmal gefunden werden. Und das ist so der springende Punkt. Denn die einzige Fichte weit und breit zu finden, ist halt viel schwieriger, als in irgendeine Richtung zu fliegen, gegen irgendeinen Baum zu knallen. Und dieser Baum ist natürlich im Fichtenwald was? Eine Fichte. Oh. Und hier ist es meistens eine Buche und damit kann der Käfer nichts anfangen. Und das bietet halt schon einen sehr guten Schutz vor dem Käfer. Ja, außerdem, Buchen und Fichten haben jeweils ganz unterschiedliche Wurzelstrukturen. Und wir wissen inzwischen in einer sehr großen Studie, wurde das wirklich massiv untersucht, dass wenn man Buchen und Fichten nebeneinander stellt, beziehungsweise untereinander mischt als Bestand, dann ist das prima, weil die Fichte, die will mit der Wurzel gar nicht nach unten. Die Buche, die will schon nach unten. Aber da die Buche primär nach unten will und die Fichte gar nicht nach unten will, teilen sie sich den Boden dann ganz gut auf. Oben ist die Fichte mit ihren nicht tiefreichenden Wurzeln, unten ist die Buche mit ihren sehr wohl tiefreichenden Wurzeln. Das ist auch ein Thema, wenn nur wenig Regen fällt. Weil, wenn ohnehin nur wenig Regen da ist, dann ist es für den Wald sehr wichtig, dass alles, was an Regen im Boden landet, auch von den Bäumen aufgenommen wird und möglichst wenig von dem Wasser, also jetzt aus Waldsicht, ja, das hat andere Konsequenzen, aber aus Waldsicht sollte möglichst wenig von dem Wasser überhaupt im Grundwasser landen, weil wenn es im Grundwasser landet, dann ist es für die Bäume weg. Und dadurch, dass so der Boden auf diese Weise doppelt durchwurzelt ist, einmal von der Fichte oben sehr intensiv, einmal von der Buche unten drunter sehr intensiv, zumindest im Idealfall ist das so, ist die Chance,
dass da Niederschlag verloren geht, bei Starkregenereignissen beispielsweise, also wenn wirklich ein Gewitterregen kommt im Sommer, viel anderen Niederschlag als Gewitterregen gibt es zurzeit im Sommer ja auch gar nicht, dann wird trotzdem der Großteil des Wassers noch von den Bäumen aufgenommen und wird genutzt werden. Und das ist halt wichtig, wenn uns der Erhalt von Wäldern am Herzen liegt. Andererseits, Grundwasser in größeren Mengen sich ansammeln, muss dann woanders passieren. Oder halt dann bei den ganz, ganz starken Regenereignissen, bei denen dann auch die doppelte Durchwurzelung des Bodens natürlich nicht mehr ausreicht, um das Wasser daran zu hindern, zu Grundwasser zu werden. Was auch immer knapper wird. Also, ein Tod muss man sterben. Ja, ja, so ist es. Gefährlich rutschelig. Die Katze hätte da natürlich weniger Probleme. Ja, was uns dann zur nächsten Wildkatzenstation bringt. Hier gibt es für Kinder offensichtlich so eine lustige Brückenkonstruktion und lustige Baumstümpfchen zum drauf rumhüpfen. Und ich kann noch mal eine Kleinigkeit. Das nehmen mir die Knie jetzt wieder wochenlang übel. Eine Kleinigkeit zur Wildkatze erzählen. Und zwar die Wildkatze. Man könnte meinen, die sei irgendwie eine verwilderte Hauskatze oder mit unserer Hauskatze sonst irgendwie verwandt. Ist nicht der Fall. Wildkatze und Hauskatze sind tatsächlich recht weit auseinander, was den Verwandtschaftsgrad angeht. Dass es Hauskatzen gibt, die vom Fell her einer Wildkatze ziemlich ähnlich sehen und die Hauskatze auch sonst von der optischen Erscheinung her der Wildkatze recht ähnlich sieht, liegt unter anderem daran, dass sie halt schon sehr lange hier lebt. Katzen wurden domestiziert von den Ägyptern, da waren sie ja auch bekanntlich heilig. Bastet, vielleicht schon mal gehört, der ägyptische Katzengott bzw. die ägyptische Katzengöttin wahrscheinlich eher. Und die wurden ja auch mumifiziert und sonst wie. Ich als großer Katzenliebhaber kann durchaus nachvollziehen, dass Katzen heilig sein sollen. Ist mir persönlich durchaus sympathisch, dieser Gedanke. Gut, aber wie dem auch sei, jedenfalls stammt die domestizierte Katze, auch unsere domestizierte Katze, tatsächlich von der Falbkatze aus Ägypten ab, die da dann auch wirklich als Wildtier vorkam. Das sind diese super kurzes Haar, nicht ganz nackig, aber super kurzes Haar, langes Gesicht. Ich persönlich finde sie nicht so niedlich wie unsere europäisch Kurzhaar. Also die Standardkatze, die wir in Deutschland so haben, ist europäisch Kurzhaar. Das ist halt eben auch eine Rasse innerhalb der Hauskatzen. Und europäisch Kurzhaar sieht der Wildkatze deswegen ähnlich, weil wahrscheinlich über die Jahrhunderte, die es diese Katzenart hier bei uns eben schon gegeben hat, als Mäusefänger in Scheunen, im Haus oder sonst wie, sich da auch das eine oder andere Erbgut der Wildkatze mal eingekreuzt hat. Weil Hauskatze und Wildkatze sind miteinander in der Lage, fruchtbare Nachkommen zu haben, also zumindest meistens fruchtbar. Und das führt halt natürlich dazu, dass sich da die Genpools ein bisschen miteinander vermischt haben. Und das ist auch einer der größten Faktoren, die die Wildkatze in Gefahr bringen. Weil abgesehen vom fehlenden Lebensraum und den fehlenden Rückzugsmöglichkeiten und der Tatsache, dass sie per se selten ist und auch immer selten sein wird. Es ist einfach keine häufige Tierart, die braucht viel Platz. Und deshalb kriegst du pro Landschaft nur vergleichsweise wenig Wildkatzen unter. Aber auch das Wegkreuzen sozusagen, dass sie genetisch irgendwann untergeht, weil sich halt eben Wildkatzenweibchen auch mal mit einem strammen Hauskater paaren können. Und damit haben sie halt Nachkommen, die zur Hälfte nur noch Hauskatze sind. Und die mögen draußen trotzdem in der Lage sein, klarzukommen, aber das Erbgut der wirklich echten Wildkatze wird dadurch halt immer schwächer und immer weniger. Und das ist durchaus ein Problem, was man ernst nehmen sollte. Eine wirkliche Lösung, Hauskatze nicht in den Wald lassen, ja, aber die Wildkatze kann auch problemlos nah an den Garten rankommen. Und je nachdem, wo man wohnt und wer Katzen hat, weiß, die Freigänger sind, man kann nicht wirklich kontrollieren, wo die rumrennen. Ist also schwierig. Wirkliche Lösung, ich kenne sie nicht.
Hier haben wir jetzt mal ganz was anderes zwischendurch. Das hier ist logischerweise gerade mal kein Wald, sondern eine größere Wiesenfläche innerhalb des Waldes. Ist meistens sehr wichtig, wenn es sowas gibt. In diesem Fall handelt es sich auch konkret um ein Naturschutzgebiet. Ausnahmsweise mal ein Naturschutzgebiet, das nicht per Schild groß darauf hinweist, dass es ein Betretungsverbot beinhalten würde. Viele Leute, also ich selber, setze Naturschutzgebiete ja auch immer damit gleich, dass man da nichts betreten darf, von den Wegen nicht runter darf. Das muss nicht zwingend so sein. Es gibt hin und wieder auch noch mal Ausnahmen von Naturschutzgebieten, die eben kein Betretungsverbot mit sich bringen. Und das könnte hier durchaus der Fall sein. Jedenfalls gibt es kein entsprechendes Schild, das darüber informiert, dass man hier vom Weg nicht runter darf. Und eigentlich müsste das dann schon vorhanden sein, sofern das dann, sieht man mich eigentlich? Ich hoffe, sofern das dann überhaupt der Fall ist. Genau. Wichtig sind solche Wiesen, solche Offenlandschaften innerhalb des Waldes, vor allen Dingen fürs Wild. Wird viel diskutiert, aber der Ansatz derjenigen, die wichtig finden, besteht darin, dass das Wild, wenn es mal aus dem Wald rauskommen möchte, um eben viel zu essen zu finden, gilt insbesondere für Rehwild, so eine Wiese durchaus mal nötig hat, weil da im Sommer natürlich üppig zu futtern zu finden ist. Viele tolle Wildkräuter, die sehr gut schmecken, die im Wald eher schwer zu finden sind, weil gerade in so einem dichten, geschlossenen Wald, in dem sich das Reh einerseits gerne versteckt, findet es gar nicht so viel zu essen, außer Baumknospen. Und jetzt will natürlich der Förster nicht, dass das Reh an den Baumknospen rumknabbert, weil dann leiden die Bäume. Und wenn der Jäger, da gibt es so rechtliche Verpflichtungen, wenn der Jäger nicht in der Lage ist, den Wildbestand so weit runter zu regulieren, dass eben kaum Schäden am Baumbestand stattfinden, dann ist er schadensersatzpflichtig. Heißt, er hat nicht genug geschossen, wäre aber dazu verpflichtet und dann muss er was zahlen an eben entsprechend den Förster bzw. die Stadt, den Privatwaldbesitzer, je nachdem wem der Wald halt gehört, um eben den entstandenen Schaden auszugleichen. Das will der Jäger natürlich nicht und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mehr Rehe totschießen oder die andere Variante, den Rehen Ausweichflächen zur Verfügung stellen, an denen sie fressen können, ohne allzu viel großen Schaden anzurichten. Und das ist eben das, was man dann versucht mit solchen Wiesen mitten im Wald. In diesem Fall ist es ja zusätzlich noch ein Naturschutzgebiet, also keine reine Wildäsungsfläche, sondern wahrscheinlich wird die Wiese dann noch mit irgendwelchen seltenen Arten aufwarten können. Da weiter unten, da hinten, gibt es teilweise auch durchaus ein paar feuchtere Stellen, dass es also da sein kann, dass ein bisschen Niedermoorvegetation auftritt, dass gewisse geschützte Tierarten da vorkommen, vielleicht auch mal ein paar seltenere Wieseninsekten und so und solche Sachen. Und ja, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb diese Wiese zusätzlich hier jetzt noch Naturschutzgebietstatus bekommen hat. Jo, dann gehen wir mal weiter. So, hier haben wir es jetzt nochmal zu tun mit einem sehr, sehr alten Weg. Ich persönlich finde ja auch noch historische menschliche Überreste im Wald immer sehr interessant. Und Wege sind natürlich die offensichtlichsten Überreste menschlicher Zivilisation, die wir im Wald so finden können. Die meisten davon sind auch in dem Sinne keine Überreste, dass sie selbstverständlich auch weiter genutzt werden. Aber man kann ganz gut erkennen anhand dessen, wie tief so ein Weg eingeschnitten ist, ne? Ob es sich eben um einen sehr, sehr alten Weg handelt, der dann meistens auch noch aus dem Hochmittelalter stammt oder teilweise sogar noch älter, mitunter von den Römern noch mitgeprägt, aber oder eben um einen vergleichsweise neueren Weg. Jetzt ist dieser Boden, auf dem wir hier unterwegs sind, vermutlich nicht der aller stabilste, aber auch nichts unglaublich Weiches. Und da es hier trotzdem zu einem enormen Einschnitt dieses Weges gekommen ist und der auch recht breit geworden ist im Laufe der Zeit, darf man davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen historischen Wagenweg handelt. Man also hier auf diesem Wege Holz aus dem Wald geholt hat, mit dem Wagen schlicht und ergreifend Brennholz und das dann runter ins Tal, also in die Richtung, in die ihr gerade steht, abgefahren hat. Ja, das könnte ich mir also sehr gut vorstellen, dass der schon ganz lange besteht, wegen dieser doch sehr, sehr hohen Böschung
und auch dem teilweise sehr alten Baumbewuchs nebendran. Da ist eine Eiche, die dürfte sowas um die 300 Jährchen haben und die steht da garantiert schon seit diese Böschung so ist, wie sie ist und nicht schon vorher. Also die Böschung hat sich nicht zu Lebzeiten der Eiche gebildet, sondern war vorher zumindest schon teilweise offensichtlich vorhanden. Ich weiß nicht, ob man die Eiche da sehen kann. Ja, man kann sie da hinten erahnen. Ne? Ja, wir gehen weiter. Ja, sehr spannend. Hier hat eine Buche bzw. zwei Buchen, die wahrscheinlich aber genetisch dieselbe sind, also eine mehrstämmige Buche, hat eine Kirsche gefressen. Das in der Mitte, dieser dünne Stamm, ist nämlich tatsächlich eine Kirsche, die da durch die Buche durchwächst und oben wieder rauskommt. Also sowas ist schon ziemlich spektakulär. Das sieht man in diesem Umfang auch recht selten. Ich brauche da gar nicht allzu viel zu erzählen. Vermutlich ist die Kirsche kurz bevor die Buche so dick geworden ist, gekeimt. Anders wäre das schwer zu erklären. Ist dann halt eben tatsächlich zwischen den beiden Buchen durchgewachsen. Und seit als die halt eben ja durch das Loch, das da eben entstanden ist, das Loch dürfte auch schon deutlich älter sein als die Kirsche, weil Kirschen ein sehr rasches Jugendwachstum haben. Also die ist noch nicht allzu lange da und ist dann halt eben entsprechend durchgewachsen. Macht jetzt im oberen Bereich, wenn wir nochmal hochgucken, auch eine deutliche Kurve raus Richtung Licht, also Richtung Freiland. Und versucht dann halt eben auf diesem Wege jetzt noch ein wenig am Leben zu bleiben, während jetzt die Buche bereits beginnt, quasi um die Kirsche drumherum zu wachsen, die Kirsche einzuwachsen. Die Kirsche selber kann da unten kaum noch dicker werden, wird auch irgendwann wahrscheinlich absterben. Aber faszinierend ist, dass die Kirsche in der Lage war, unter diesen Bedingungen tatsächlich zu keimen. Sollte man einfach meinen, dass das gar nicht geht, gibt es dann aber trotzdem. Und das ist so mit einer der faszinierendsten Faktoren am Wald schlechthin, dass es doch recht häufig Beispiele gibt für Sachen, die gar nicht gehen dürften und sie sind halt doch da. Wenn auch sehr selten und ist in keinster Weise jetzt natürlich ein normales, häufig anzutreffendes Bild ist. Sowas hier. Ja, schon spannend. Ja. Ja, Frau weist gerade darauf hin. Spannend ist natürlich auch, wie die Buche, die jetzt mehrstämmig gewachsen ist, hier oben schon 100% wieder miteinander verwachsen ist. Beziehungsweise, der Fairness halber, sollte man hinzufügen, es ist nicht ganz möglich, dass da ein wirkliches Zusammenwachsen der beiden Äste stattfindet. Also das Holz kann nicht ineinander übergehen und ohne jeden Übergang zusammenpassen. Selbst wenn es derselbe Baum ist, ist so ein Verschmelzen nur begrenzt möglich und da wird immer eine gewisse Trennschicht zwischen den beiden Bestandteilen des der beiden Stämme in Anführungszeichen wird immer eine gewisse Trennschicht entstehen. Wobei die irgendwann, hoppla, das war der falsche Ring. Zoomen will ich. Zoom? Nein. Ne, dann nicht. Ja, egal. Jedenfalls wird da immer eine gewisse Trennung bleiben. Das wollte ich sagen. Und das soll es dann auch gewesen sein. Darf ich mich an der Stelle verabschieden. Kurzes Fazit noch zum Wildkatzenweg. Der ist... Ich glaube, circa jetzt. Wir sind nicht das ganze Ding belaufen. Wir wollen nach Hause. Wir haben noch diverses Zeug zu tun. Aber wir sind jetzt auch schon ein paar Stündchen eben entsprechend hier. Dadurch, dass ich ja zwischendurch immer wieder was drehe und was erzähle, vergeht dann doch recht viel Zeit. Und auch was angucke und so weiter. Ja, drum wollen wir zurück. Und laufen den Weg ist nicht ganz fertig. Aber das, was wir bisher vom Weg gesehen haben, war bestimmt zu 90% so kleine, wilde Pfade, wirklich sehr schöne Wegelchen dabei, ganz hübsch und toll zu laufen. Jetzt im Herbst, beziehungsweise Anfang Winter eigentlich, ist natürlich durch das viele Laub, was rumliegt, das Ganze ein bisschen rutschig, es ist auch recht feucht, der Boden. Und da kommt man gar nicht so schnell vorwärts. Veranschlagt sind 3 bis 4 oder 3,5 bis 4 Stunden, glaube ich.
für die Strecke vom Entfinder dieses Weges her. Ich denke, 3 Stunden wird man sicher brauchen, insbesondere wenn man unterwegs noch ein bisschen was angucken möchte und gemütlich läuft. Wenn man jetzt unbedingt sportlich unterwegs sein will, dann natürlich noch ein bisschen kürzer. Es sind 5 Kilometer, das ist also sehr überschaubar. Gibt ein paar Höhenmeterchen, aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Und ja, die Stationen will man ja lesen. Man möchte zwischendurch vielleicht auch mal die schönen Waldbilder genießen. Ich würde etwa 4 Stunden veranschlagen wollen, wenn man wirklich ganz gemütlich Genusswandern macht. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr irgendwo in der Nähe mal seid oder tatsächlich hier in der Nähe haust, dann doch gerne mal ausprobieren. Bedanke mich, bis morgen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, je nachdem, was ihr halt als nächstes guckt. Ne? Macht's gut!